Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich diese Woche Post bekommen von meinem Sponsor Haas. Da kam ein schönes Paket an mit zwei Bürsten und diese werde ich jetzt im Video für euch testen und euch ein bisschen was über sie erzählen. Im Paket enthalten sind zwei Bürsten und zwar einmal die Diamond Wurzel und die Diamond Gloss. Zusätzlich war auch noch der aktuelle Haas-Katalog mit dabei, wo die ganzen Produkte drinstehen. Und da ist auch auf Seite 22 ein kleiner Artikel über uns und ein Foto von uns drin. An dieser Stelle vielen Dank an Haas für die neuen Bürsten. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zusammen in den Stall und testen die Bürsten. Nun also, herzlich willkommen im Stall. Jetzt sieht man schön, wie dreckig der Espresso ist. In dem Winterfell bleibt ja auch immer schön viel Dreck hängen. Bevor ich beginne mit den neuen Bürsten zu putzen, striegel ich den Espresso erst einmal komplett, dass sich einfach der ganze Dreck ein bisschen auflockert. Hier gibt es jetzt auch nochmal ein paar Detailaufnahmen von der Diamond Wurzel, die einfach für den groben Dreck ist, den man erstmal aus dem Fell bürsten kann, bevor man dann an den richtigen Hochglanz geht. Dann ist hier nochmal eine Nahaufnahme, wo man die Borsten richtig sieht, und zwar sind das schwarze Reiswurzel-Imitat-Borsten. So, jetzt dann zur Bürste im Stall. Meine Hand passt auch wunderbar dort rein und ich weiß jetzt nicht, warum ich immer einen Finger aus der Schlaufe sozusagen rausmache. Ist irgendwie eine Angewohnheit, aber jeder hat ja so seine Angewohnheiten. Die Hand passt auf jeden Fall komplett rein. Dann beginne ich halt erstmal mit der Diamond Wurzel, ihn komplett abzubürsten. Und da sieht man auch schon, wie schön der Staub fliegt. Das sieht man jetzt hier auch ganz extrem. Meine Kamera hat ein bisschen drunter gelitten, aber ich wollte euch ja zeigen, wie der ganze Staub aus dem Fell gebürstet wird. Nachdem man das dann einmal oberflächlich gemacht hat und ein bisschen grober mit der Diamond Wurzel, kommen wir zu Diamond Gloss. Und zwar haben wir hier auch, wie bei der Diamond Wurzel, den glitzernden Bürstenkörper mit der Lederhandschlaufe. Aber hier keine Borsten, sondern weiche Rosshaare, mit denen man dann den Glanz herausputzen kann. Ganz oben in der Ecke ist auch noch das RheinTV-Logo. Es ist ja schon relativ viel Dreck mit der Wurzelbürste rausgegangen, aber so das Feinere geht halt nochmal viel besser mit einer feineren Bürste. Und da kann man jetzt aber auch schon sehen, wie nochmal dieser ganze feine Staub aus dem Fell gebürstet wird. Die Bürste ist auch richtig schön weich und man kann überall putzen, auch den Kopf und die Beine. Hier kommt uns jetzt wieder ganz schön viel Staub entgegengeflogen. Der Espresso war aber auch relativ dreckig an dem Tag. Da sieht man wieder schön, dass ich nicht meine Hände komplett in der Schlaufe habe. Zum Schluss nehme ich immer total gern nochmal die Diva-Bürste von Haas. Und zwar hat die das mattes Lammfell in der Mitte. Und damit kann man nochmal so richtig schön das Fell zum Glänzen bringen. Und die liebe ich einfach. Die nehme ich jedes Mal nach dem Putzen. Ja, und jetzt am Ende ist der Espresso sauber. Also ich bin sehr begeistert von den Bürsten. Ich mag sie total, ja, weil sie einfach total angenehm sind zum Bürsten. Und dem Espresso gefallen sie auch. Und deshalb nehme ich die auch immer. Dann können wir jetzt nochmal absolut testen, wie viel Dreck die Bürsten rausbürsten. Weil der Espresso sich hier nass gewälzt hat. Und der ganze Sand hing im kompletten Fell. Und ja, das habe ich jetzt auch nochmal gefilmt. Bürsten liegen auf jeden Fall beide total gut in der Hand und machen das Fett wirklich sauber. Es ist wirklich angenehm, mit denen zu putzen. Ja, ich habe ja schon einige Bürsten von Haas und die beiden sind jetzt nochmal eine gute Ergänzung. Die benutze ich jetzt auch total gern, weil es gibt ja so spezielle Bürsten, die man halt nicht jeden Tag im Gebrauch hat, weil man zum Beispiel einfach nicht jeden Tag die Hufe abwäscht. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und tschüss!